Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem grüßen. Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Der Herr Lehmann hat jetzt am Telefon die Pia. Recht schönen guten Abend. Ja, einen schönen guten Abend, lieber Herr Lehmann. Und natürlich auch ein recht herzliches Hallo an alle Hörer und Hörerinnen. Pia, du bist ja eine handwerklich begabte Frau. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, das ist eine lustige Geschichte, denn ich bin ja nicht nur Sängerin, sondern eben auch zu Hause sehr begabt. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel keine Bohrmaschine in die Hand nehme und meine Bilder aufhänge oder Kästen zusammenbaue. Ich mache eigentlich alles zu Hause selbst. Also sozusagen, ich brauche nicht unbedingt einen Mann dazu. Da kann ich dir also, wenn ich dich schon mal besuchen komme, zugucken, wie du dein Bild aufhängst. Ja, genau. Du sagtest, du bist Sängerin. Als Sängerin muss man da auch die Musik, die Noten beherrschen oder sagst du dir ganz einfach, Noten muss man nicht beherrschen? Ja, also als Sängerin jetzt nicht unbedingt, weil ich denke, das lebt mir ja vom Gefühl raus. Aber wenn man auch immer komponiert, so wie ich als Komponistin, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, wo ich in die Musikschule gegangen bin damals, da war ich ja 10 Jahre alt und da hat der Musiklehrer schon ganz schön Probleme gehabt mit mir. Also der hat wirklich geflucht öfters und hat gemeint, Mensch, das Notenlernen, das liebt der Pia nicht. Und ich hatte auch überhaupt keinen Spaß daran, wenn ich ganz ehrlich bin. Und bei mir ging damals schon alles nur vom Gehör aus. Ich habe das zwar zusammengebracht, das Notenlesen, aber es war sehr, sehr mühsam. Es hat sehr lange gedauert. Und wenn ich das dann rausbekommen habe, wie die Melodie geht mit den Noten, waren die Noten im Mülleimer und ich habe das Ganze so gespielt. In der Musikschule, hast du da ein Instrument gelernt oder hast du dort den Gesang gelernt? Nein, in der Musikschule habe ich Klavier gelernt. Ihr hattet also zu Hause eine große Wohnung, das genug Platz war für ein Klavier? Also heutzutage braucht man nicht unbedingt eine große Wohnung für ein Klavier, weil es gibt ja schon diese Standpianos, muss ja nicht gerade ein großer Flügel sein. Aber wenn ich so zurückdenke, ich war ja damals 4 Jahre alt, da bekam ich von meinem Vater eine kleine Orgel, die war gerade mal so 30 cm groß. Und da habe ich drauf geklimpert und habe eigentlich dann relativ früh gemerkt, dass mir das irrsinnig Spaß macht. Und mein Vater hat mir dann eigentlich jedes Jahr, meistens zu Weihnachten oder bei irgendwelchen Ereignissen, ein größeres gekauft, eine größere Orgel mit tollen Sounds oben und mit Rhythmen. Und irgendwie bin ich dann auf den Geschmack gekommen und habe dann mit 11 eigentlich mein erstes Lied komponiert. Die erste Orgel, hast du die noch oder? Nein, die hat es nicht mehr ausgehalten. Keine Ahnung, die ist wahrscheinlich irgendwo damals in Deutschland geblieben. Thank you.
Inspiration, wo nimmst du die her oder wann kommen die bei dir? Also es ist so, wenn ich Lieder schreibe, die entstehen einfach plötzlich. Also es gibt kaum Momente, wo ich sage, ich setze mich jetzt hin ans Klavier und ich muss schreiben. Das kommt dann wirklich so, wie man sich fühlt. Es gibt ja Momente, wo es einem gut geht oder nicht gut geht. Und bei mir kommt es oft spontan. Also wenn ich auf der Straße gehe oder mir ist das sogar schon beim Arbeiten passiert, damals in der Firma, dass ich während dem Arbeiten gehen wirklich flüchten musste in die Kabine und habe einen Zettel gebraucht und musste wirklich dort ein Lied aufschreiben. Und dann am Abend bin ich nach Hause und habe das Lied dann eigentlich am Keyboard eingespielt. Und da war wieder ein neues Lied da. Und inspiriert wird man natürlich auch von Ereignissen, die man miterlebt oder auch von anderen miterlebt. Was in Gesprächen, wie auch immer. Was entsteht zuerst, der Text oder die Melodie oder ist es immer unterschiedlich? Also wenn ich jetzt zurückdenke, am Anfang war es so, dass ich eigentlich die Musik komponiert habe und eigentlich viel später erst draufgekommen bin, dass ich überhaupt texten kann. Das war ja eine Zufallsgeschichte, dass mein Musiklehrer mich damals besucht hat zu Hause auf ein Gespräch. Und er wusste ja durch die Musikschule, dass ich ja komponiere. Und er hat mir damals den Tipp gegeben und hat gesagt, Pia, warum machst du nicht einen Text dazu und machst Schlager? Und ich habe mir damals gedacht, nö, ich und Texten, das niemals, das geht nicht. Und wie er dann gegangen ist, habe ich das wirklich beim Wort genommen und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Und es ist tatsächlich dann ein Lied entstanden. Ich habe mich dann zusammengerissen und habe gedacht, gut, dann schreiben wir mal, dann probieren wir mal. Und jetzt, in der heutigen Zeit, ist es so, dass eigentlich Musik und Text, das mache ich schon gemeinsam. Und ich brauche aber nicht mal mehr ein Instrument. Das geht alles schon im Kopf. Kann man dich live erleben? Wo gibt's, kannst du mir ein Autogramm geben live oder ein Foto gemeinsam machen mit mir? Ja, Herr Lehmann, es ist so, ich bin jetzt gerade momentan beim Planen, weil ich ja das Booking und Management für mich selbst mache. Und ja, schon langsam fängt sich der Terminkalender an zu füllen, wenn ich jetzt hier nach vorne schaue, weil ich sitze ja gerade im Büro. Und man kann ja natürlich auch Facebook nachschauen. Da gibt es eine Seite von Pia Vanelli, sogar schon zwei. Da sieht man natürlich immer aktuell, wo ich unterwegs bin. Und in meiner Homepage, da kann man dann auch die ganzen Termine abrufen, wo ich live zu sehen bin. Wo du wann bist. Und genau. Vor Ort kann man dann CDs von dir erwerben? Natürlich vor Ort. Oder man schreibt mich ganz einfach an, wenn jemand Interesse hat. Ich schicke es auch gerne zu, per Post. Oder dann in allen gängigen Download. Üblichen Download-Portalen sowieso zum Download, genau. Manchmal läuft nicht alles glatt, vieles geht schief. Der Schatten verfolgt mich, ich sinke tief. Doch ich steh wieder auf, lass mich nicht fallen. Bin stark genug, um den Wind zu drehen. Ich will wieder leben, auf neuen Wolken schweben.
Ja, gebürtig bist du ja aus Deutschland, bist ja dann in Österreich groß geworden oder aufgewachsen und hast dir ja dann einen Künstlernamen zugelegt, als du dann die musikalische Laufbahn begangen hast. Wie bist du auf den Namen Pia gekommen? Eine gute Frage, ja. Es ist ja nicht so einfach, wenn man sich eigentlich selbst einen Namen geben muss, das muss ich ja schon mal sagen. Aber nachdem ich ja so kreativ war, habe ich mir bei meinem Namen was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar Pia ist bei mir der Anfangsbuchstabe P, ist Pianistin, E für Interpretin und A für Autorin. Und das Ganze ist eigentlich mein Motto, Pia. Das ist eine gute Idee. Gell? Ja, das stimmt. Aktuell läuft welcher Hit in Österreich von dir? Also die neue Single, die jetzt läuft, heißt Liebe, so stark wie ein Magnet, ist ein ganz, ganz besonders schöner Titel. Auch diesmal ganz anders produziert, da ich auch einen anderen Produzenten habe seitdem. Und da fängt das Ganze etwas balladig an und geht dann schon in einen Hauch von Pop. Also wirklich ganz was Eigenes. Und weil man mich ja als Popschlagerin kennt, also als Popschlagersängerin, habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch einen super tollen Remix davon zu produzieren. Pia, da danke ich dir jetzt ganz herzlich für das Gespräch, dass du die 10 Minuten Zeit hattest, für uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich denke doch, dass wir uns mal wieder am Telefon treffen. Ja, freut mich auch. Recht herzlichen Dank, Herr Lehmann. Und natürlich auch allen Hörern dann viel, viel Spaß mit meiner Musik. Dankeschön. Vergangen ist, hat uns frei.